Im Bezirk Neusiedl am See startete unlängst die Infotour von Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner für leistbares Bauland mit Experten Peter Zingel, dem Leiter des Hauptreferates Landesplanung. Das Interesse war sehr groß, rund 180 Personen kamen zur Auftaktveranstaltung. Bei der Initiative für Baulandmobilisierung geht es um leistbare Grundstücke für junge Familien. Mit der Infotour sollen offene Fragen beantwortet, aufgeklärt und auch der Verunsicherung, die geschürt wurde, entgegengetreten werden. Für das Land Burgenland seien die Maßnahmen zur Baulandmobilisierung alternativlos. Fast 40% des bereits gewidmeten Baulands im Burgenland werden aktuell nicht genutzt. Bei der Ausarbeitung der Novelle des burgenländischen Raumplanungsgesetzes im Jahr 2019 wurden auch die Probleme in den Gemeinden erhoben. Was wären denn die Alternativen, wenn wir nichts tun würden? Wenn wir nichts tun würden, und das ist der Usus in den letzten Jahren gewesen, dass die Gemeinden, wenn es um Umwidmungen geht, um den Flächenwidmungsplan zur Abteilung Raumplanung nach Eisenstadt pilgern, und dort die Problematik schildern, dass sie wenig Zugang auf die privaten, schon gewidmeten Grundstücke, unbebauten Grundstücke haben, weil oftmals in privater Hand und deshalb natürlich den Weg einer neuen Aufschließung suchen, das häufigst auch in Ortsrandlagen liegt, wo Grünflächen noch gegeben sind. Das entspricht, man wollte hier einen oder will einen Umwidmungsprozess starten, damit man eben, und das ist ja auch natürlich im höchsten Interesse jeder Gemeindevertretung, dass man Baulandgrundstücke zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund habe sich das Land Burgenland für die Einführung einer Baulandabgabe entschlossen. Bei der Festsetzung der Abgabe wurden zahlreiche Ausnahmen unter sozialen Aspekten festgelegt. Es werden beispielsweise keine Abgaben eingehoben, wenn Familien freie Grundstücke für ihre Kinder und Enkelkinder mit einem Alter bis zu 45 Jahre aufheben. Eines war uns aber immer von Beginn weg wichtig, dass wir dementsprechende Ausnahmen insbesondere unter sozialen Blick, unter einem sozialen Blickwinkel definieren. Das heißt, was wir von Beginn weg nicht wollten, ist, dass wenn eine Familie sich um deren Kinder gekümmert hat und ein Baulandgrundstück schon erworben hat, damit es, so sagt man jetzt auf gut burgenländisch, einmal leichter hat, wenn es darum geht, ein Baugrundstück zu haben, das war nie Ziel, dass man diese Baugrundstücke besteuert oder mit einer Abgabe versieht.